So, so. Und den Kristall habe ich nicht gefunden, oder? Nein. Was war ich da dann? Hier habe ich hier mein. Hier habe ich halt eine neue Aufwertung. Zeigs Gedöns. Aber der hat was Neues zum sagen. Zum Bronzefernglas. Frag nach dem Bronzefernglas, das vom Abendrotpfad stammt. Der Horizont. Am Horizont sind nur noch die Sterne zu sehen. Was ist aus den Bergen geworden? Okay, sonst irgendwas Neues? Nö. Haben wir einen Levelaufstieg oder? Das soll ich noch nachsehen. Waffenlager. Nein, das war's nicht. Dann war es doch die Destille. Oder das Tier oder was auch immer. Nein. Aber wir. Ah, zwei neue Sachen sind frei. Übungsgelände für Trapperdach. Schauen wir doch da mal rein. Oder nicht? Wow. Vernichte Ziele und vermeide es zu fallen. Okay, einfach nur. Oh, es scheint schon ein bisschen ein Weg zu sein. Aha, hier. Oh, fuck, jetzt. Jetzt kommt der Pfad aber ziemlich nah. What the fuck? Nein! Nein! Dritter Preis. Etwas Fieses. Ich glaube, wir müssen die Waffe noch etwas aufwerten. 48 oder mehr. Was? Ich hätte nur drei mehr besiegen müssen. Are you fucking kidding me? Oh, schon wieder regnet es. Aber erstmal aufwerten. Plus 8 Munitionskapazität. Plus 55% schnelleres Nachladen. Mehr Munition. Eine doppelt breite Patrone, aus der die tiefer als gewöhnlich eindringt. Verbesserte Schussfrequenz, weitere Angriffssteuerung. Ja, probier es nochmal so. So geht es viel schneller. Und Skyway. Und nochmal zur Übung. Jetzt sollte es auch etwas schneller gehen. Dumm. Okay, vielleicht sollte ich doch auf schneller Nachladen gehen. Und hier? Ja, der ist ja andauernd am Nachladen. Schieße ich zu viel?
Es durchdringt tatsächlich mehr. 44 Ziele. Dritter Preis? Das hat doch geheißen, der neueste, das nächste ist bei 39. Also ist plötzlich 48 oder mehr Siege. Natürlich. Aus 38 machen wir einfach mal 48. Wieso auch nicht? Ich nehme schnelleres Nachladen. Die Streuung bringt bei diesem Level überhaupt nichts. Verbesserte Schussfrequenz, keine Chance, doppelter Schaden. Genau andersrum. Einfach jetzt mal so. Ja, langweilige Folge, einfach nur. Ja, es scheint zu helfen. Für den ersten Preis wird es vielleicht noch nicht reichen. Ah, das ist ja richtig mies. Was gibt es? Was gibt es? Etwas Schmieriges. 64, fast hätte ich es geschafft. Drücke, etwas Schmieriges. Eine Aufwertungsattrappe für eine bestimmte Waffe. Ja, toll. Bringt mir viel. Dusch, sind wir wieder zurück. Ja, toll, wird hier jetzt auch angezeigt, aber bringt mir nichts. Was habe ich dort für Aufwertungen? 25% Zuggeschwindigkeit. Zwei Zieldurchschläge pro Schuss. Pfeile verursachen Schaden über Zeit. 50% mehr Schaden. Verschlossen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Stuff. Machen wir mal weiter. Im den hängenden Gärten. Wieder auf solche Statuen. Sehr witzig. Ja, komm, steh auf. Und wieder ein paar. Hier geht es nicht weiter. Ach genau, man fliegt einfach plötzlich durch so ein bisschen Teppiche. Und hier noch. Ah, hier sind wieder ein paar Kristalle. Sehr viele Kristalle. Leider kommen wir da noch nicht rüber. Ja, hier aufräumen. Es bricht eh bald alles zusammen. Oh, ein neuer Überlebender. Boah. Zack.
Mein Geld. Geht das hier sonst noch wo? Ach, wir müssen wahrscheinlich außen rumlaufen. Und oh. Heilen. Ach so, war wieder falsche Waffe. Nein. Wieso gehe ich andauernd down hier? Richtig unfair hier. Entweder es ist entweder irgendwas, entweder es ist oh gar nichts oder zu viel. Aber hier ist ein bisschen Geld. Naja, der hat es auch nicht geschafft. Ist die Frage, welche Richtung müssen wir eingehen? Welche Re Richtung müssen wir einschlagen? Diese hier? Dort nach hinten kommen wir wohl nicht? Oder geht es hier hinten weiter? Nein, fliegt man schon wieder durch. Au. Ich hasse das. Didn't make it. Haben es nicht geschafft. Ah, schön. Aufräumen, aufräumen. Oh, eine neue Waffe. Ura-Siegel. Nicht meine Waffe. Einentdecken. Ein vom Volk der Ura abgetragenes Abzeichen. Die Tassalspaten waren vor der Katastrophe in Kelondia eine Seltenheit, da nur sehr wenige Ura in der Stadt lebten. Jetzt sind sie noch seltener. Oh, etwas Geld für mich. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Sehr schön. Und hier unten sollte es jetzt weitergehen? Ja. Und weg. Ach du meine Güte. Boah. Ja, ein Bossfight. Oh. Controller Vibration.
Ja, was sagt er? Überlebender. Okay. Der Überlebende hat sich bereit erklärt, zur Bastion zurückzukehren. Astellandia hieß es.